Hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Liebe Bauwagenfreunde, in Staffel 8 haben wir bereits alle Folgen abgehakt. Was wir bisher nicht wussten, ist, dass wir Staffel 10 noch nie berührt hatten. Und das ändert sich heute. Bei mir ist natürlich Julian. Ja, ist schon mal eine ganz okaye Berührung, wo wir uns hier vortasten in Staffel 10. Ich habe mich rot geschürft bei der Berührung. Ich weiß nicht, wie sieht's aus bei dir? Ja, also meine Verpackung hat da nicht gelitten, kann ich dir sagen. Ah, okay. Und vielleicht fragen wir noch jemanden, der zusätzlich mit in der Leitung ist, der uns die Folge eingebrockt hat sozusagen. Hallo Martin. Ich grüße euch beiden. Wer bist du, wo kommst du her, was hast du für einen Bezug zu Löwenzahn? Ich komme aus der Nähe von Bremen. Lilienthal heißt das kleine Dorf. Löwenzahn bin ich mit groß geworden. Ich bin ja der Älteste jetzt in der Runde. Baujahr 72. Das freut Julian. Oh ja, endlich. Und mit groß geworden. Ich durfte Peter Lustig zweimal in einer Talkshow erleben. Ich durfte Herrn Kraus zweimal erleben. Und so wird man groß. Da hast du uns einiges voraus. Was für Talkshows waren das? Bei Herrn Lustig war es die NDR-Talkshow, wo ich im Publikum saß und bemerken konnte, dass die Leute aufgestanden sind und Tränen in den Augen haben und gesagt haben, von ihnen habe ich viel gelernt. Ach krass, okay. Das ist das, was man auch auf YouTube findet, ne? Ja, genau. Und sieht man dich da auch irgendwo? Hast du da guten Platz gehabt? Nee, ich glaube nicht. Nein, ich verstecke mich immer relativ gut. Ja. Konnte man denn auch so, wenn man wollte, mit ihm sprechen oder war das nicht möglich fürs Publikum? Es waren viele Leute und ich wollte mich da jetzt nicht vordrängen. Ja, okay. Aber der war ja schon ein bisschen älter, ein bisschen gebrechlicher und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und was war die andere Talkshow? Das muss auch irgendwas vom NDR gewesen sein, soweit ich das erinnere. Ja, krass. Ja, auf jeden Fall bist du mit dem Baujahr noch mehr mit dem Ganzen aufgewachsen als wir. Wir können also heute von dir lernen. Woher kennst du unseren Podcast oder kanntest du uns schon vorher, wie das begonnen? Ich habe den Podcast mal irgendwo gefunden auf einer Streaming-Plattform. Sehr gut. Bin jetzt aktuell bei allen Folgen, habe das auch abonniert, kann ich jedem nur empfehlen. Abonniert diesen Podcast. Ja, und ich finde euch einfach super. Auch wenn ihr immer mal ein bisschen abschweift, aber auch daran gewöhnt man sich. Das würde uns niemals passieren. Vielen Dank. Nee. Du kannst heute, wenn dir das gefällt, das Abschweifen, heute kannst du das massiv steuern. Alles gut soweit. Ja gut, okay, dann gucken wir mal. Wir reden über die Folge, die du wolltest und wir werden natürlich dann zwischendurch sprechen, warum und wieso und wie sie uns gefallen hat. Ich kann schon mal sagen, sie gefällt mir viel besser als die Folge, die wir letzte Woche besprochen haben. Also das ist schon mal wirklich ein Meilenstein dazwischen. Jeder einen Nullpunkt gegeben, was soll da auch noch schlechter kommen? Ja, trotzdem, kann ja sein, wer weiß, manchmal hat man ja so eine schlechte Zeit. Aber nein, nein, nein. Gut, wir haben einen Pressetext. Der Gast hat sich die Folge gewünscht. Dann kannst du anfangen. Soll ich danach oder du zuerst? Das ist mir dann egal. Mach du ruhig, mal zuerst. Okay. Dann fange ich an. Ja, bitte. Peter hat Pech. Er wurde von einem Auto angefahren. Sein Fahrrad ist kaputt und seine Latzhose hat nun Löcher, aber er ist zum Glück nicht ernsthaft verletzt. Die Autofahrerin, die ihn angefahren hat, ist Apothekerin. Sie bringt Peter nach Hause und verbindet seine Verletzung. Naja, die Verpackung ist ja noch ziemlich ganz, stellt sie erleichtert fest. Nur an Peters Knie ist die Haut etwas abgeschürft. Peter stutzt. Die Haut soll eine Verpackung sein? Das muss ihm näher erklärt werden. Er beginnt sich für dieses Thema zu interessieren. Wie ist die Haut denn eigentlich aufgebaut und was für eine Aufgabe hat sie überhaupt? Genau, es geht hier um die Haut. Also das hätte ich nicht gedacht. Mit Blut warst du ja letzte Woche schon auf dem richtigen Weg. Ja, aber so viel Rot werden wir ja eigentlich eher durch andere Sachen. Ja, also, richtig, ja. Das ist schon ein bisschen, du hast eine wahnsinnige Vorlesestimme, Martin. Du hast so eine Buchvorlesestimme. Herzlichen Dank, danke. Nein, ich habe auch, darf ich an dieser Stelle verraten, an ein, zwei Hörspielen teilgenommen, die nicht so kommerziell waren. Das war irgendwas von Sven Morschek. In einem Film von Sven Morschek habe ich auch den Leibwächter gespielt von Santiago Ziesmer. Und Volker Brandt hat mitgespielt. Ah ja.
Und eine viel zu große Größe für unseren Podcast jetzt schon hier. Und im Dezember ist er immer auf dem Weihnachtsmarkt als Weihnachtsmann tätig. Nein, das ist nun nicht wahr. Aber ich kann noch mal erklären, weil du sagtest, viel zu groß. Ich war auch jahrelang Pressesprecher für den Hörspielpreis Orkanus, den es seinerzeit in Berlin gab. Daher auch die Verbindung zu Herrn Kraus und vielen anderen Sprechern. Klar. Also die kannten dich auch so ein bisschen? Herr Kraus, ja. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vorweg, warum hast du dir die Folge gewünscht? Ist da eine eigene Nostalgie drin? Denn du warst ja zu dem Zeitpunkt hier 18, 19, wo die Folge rausgekommen ist. Das ist nicht so das Löwenzahnjahr. Das stimmt. Ihr habt aber schon viele Folgen vorher besprochen. Das stimmt auch. Ja, und ich fand sie aus mehreren Gesichtspunkten einfach toll und auch anders. Und auch aus anderen Gesichtspunkten auch nicht wirklich so gut. Aber da kommen wir später wahrscheinlich zu. Ja, genau. Das ist, das kann ich schon mal sagen. Beim ersten Gucken fand ich sie gar nicht so gut. Und beim zweiten Gucken dann eigentlich ganz toll. Also, wie ging es dir, CF? Also, wie oft hast du sie geschaut? Wieder zweimal? Oder? Zweimal, wie immer. Zweimal. Genau. Sie ist sehr vollbeladen als kleine Kritik schon mal. Sie ist sehr durcheinander und vor allem sehr viele Dinge auch so ungeklärt. Und das werden wir spätestens beim Bauwagen merken. Ja. Also, ob es den Indianer unbedingt braucht, kann man auch noch mal fragen. Haben wir eine Civilization verpasst, in der irgendwas vorher mit Indianern und Zelten passiert ist, oder ist das nur in der Folge? Der probt für seine Rolle, warum nicht? Ja, das fragen klar. Sie so blöd. Aber wer ist er? Ja, ein guter alter Freund. Und wieso haben wir jetzt zwei Damen? Ich habe die auch beim ersten Gucken so ein bisschen verwechselt, aber na gut, ist auch egal. Und wir haben eigentlich ja drei sozusagen, ne? Also wir haben drei Damen, die mitspielen, ne? Richtig, ja. Eine davon würde ich sagen, ist definitiv keine Schauspielerin. Ja, und sie wird auch im Abspann nicht erwähnt. Okay, alles klar. Also ich war gerade ein bisschen unsicher. Wir haben auch drei, da war doch die Dame mit den Pieksen dabei. Na gut, okay, dann fangen wir mal an mit der Folge. Es geht ganz gemütlich los. Peter fährt auf seinem Fahrrad und wir sehen direkt den ersten Stunt, Und stopp. Das ist nicht Peter. Doch. Und schau dir den Screenshot ganz genau an. Es ist er nicht. Der da fährt? Ja. Am Anfang? Ja. Doch. Okay. Ich gebe dir ein Bild. Der da fällt vielleicht nicht. Wir blenden das ein, es ist in den Shownotes zu sehen. Ich weiß nicht, kannst du das weiterleiten, wenn ich dir das? Ja, habe ich drauf vorbereitet. Ja, klar, natürlich, gar kein Problem. Ich überdrücke ein bisschen. Ich gebe es dir in Originalqualität, ja, da kannst du ganz genau drauf gucken. Bitte schau nochmal, das ist nicht Peter. Ja, okay, jetzt kriege ich da erstmal den Marken. Der Bart ist, allein die Oberlippe, ja, zwischen Mund und Nase, die Gesichtszüge, das ist ein ganz anderer Mensch. Wenn, dann ist das aber ein guter Doppelgänger. Also wir lassen es auch gerne draußen entscheiden. Ich sage, das ist er nicht. Das ist nicht Peter. Ja, gut, dann sage ich, das ist er. Und dann gucken wir mal, ob Team Düsseldorf recht hat. Oder. Komm, machen wir so eine Umfrage auf YouTube oder wie sieht das jetzt aus? Und Team Bremen müsste jetzt sagen, ja, könnte schon sein. Es könnte sein, dass er ist. Also er ist es auf jeden Fall, der nachher auf dem Boden liegt. Ja, das zum Glück. Und er ist auch der die ganze Folge da weiterspielt. Also das hat schon mal geklappt. Doch, CF, guck mal, ganz am Anfang, wenn er so losfährt. Ja, aber in diesem Screenshot ist das nicht. Doch, ja? Da ist das auch. Okay. Das in dem Moment, wo er fällt, da könnte es sein, dass er es nicht ist. Aber auch also die ganz Nahaufnahme, aber auch da, doch, das. Also wir werden das klären lassen, ne? Notfalls von Sascha vom Löwenzahn-Fanclub, der wird auch bald wieder bei uns zu hören sein. Und da erwarten wir natürlich, dass er das weiß. Okay. Oder dass er zumindest, ich meine, der hat ja nun Peter schon so oft gesehen, sowohl im Arm als auch auf dem Fernseher, der wird das ja wissen, der wird das an der Nasenspitze erkennen. Okay. Also ich sage, zwischen zwei Szenen mit dem Schnitt ist das nicht mehr. Es ist eine Anfangsszene, es ist, nachdem er hingefallen ist, aber dazwischen, wo er hinfällt, ist das nicht. Das ist ein Stunt-Double. Gut, alles klar. Ja, dann ist jetzt was Schlimmes passiert. Realismus, kann das Fahrrad so schnell so stark verbiegen? Nein. Ah, okay, gut. Dann können wir den schon mal abziehen. Es sind ja zwei Leute direkt vor Ort. Einmal eine Apothekerin, die wir jetzt noch ein bisschen näher kennenlernen, und ein Herr. Die Apothekerin kümmert sich um ihn und der Herr um seine Einkäufe. Das fand ich auch sehr geil. Oh mein Gott, die muss was passiert sein. Warte, hier ist mal ein Apfel, hast du noch hier, und noch eine Porree-Stange. Das erinnert mich nämlich so ein bisschen, mein Bruder ist mal gestürzt auf dem Fahrrad und anstatt mich um meinen Bruder zu kümmern, habe ich die ganzen Einkäufe aufgesammelt. Es tut mir heute so leid, ich war halt ein kleines Kind. Ich war 7, 8 Jahre oder so, aber da habe ich nicht gerade Zivilcourage gezeigt. Ja, es kommen ja relativ viele Leute angelaufen, ne?
Wie, also Jetzt er kommen kriegt seine sehr, sehr Brille viele und alles. Schaulustige. Ja, Ja. ja. Aber es ist Oh. wahrscheinlich nicht so oft, dass da sowas passiert. Und die Dame ist auch, ich finde, sehr glaubwürdig besorgt. Naja, sie ist schuld. Sie hat Angst, dass sie zahlen muss. Ja. Ja, ich Schlechtes glaube aber auch, Gewissen. dass sie auch wirklich Sorgen hat um den Mann. Also, dass das zwischen den beiden noch was geht, wird man ja am Ende auch sehen. Also, ich glaube, dass da schon noch was, dass sie sich auch nicht ausgerechnet den hübschen Mann. Der Drehort ist bekannt, denn wir sehen zwei Straßenschilder und das macht es mir natürlich sehr, sehr leicht, das ausfindig zu machen. Ja, ich meine, es ist in so einem kleinen Vorort, da ist nicht viel rauszuholen. Auch hier können wir kurz ein Bild einblenden, aber es sieht halt, die Straße ist genauso kaputt wie früher, nur halt an den Häusern hat sich ein bisschen was getan. Ja. Martin, hast du mal den Originalbauwagen besucht? Nein, kam ich leider noch nicht zu. Hätte ich gerne mal gemacht. Ja. Aber Können wir nachfühlen. ja, Genauso geht's die uns auch. Ausrede nutzen wir auch ständig. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir uns mit anderen Usern mal Gar treffen keine so und schlechte Idee. Das wäre auf jeden Fall stimmt. eine Motivation, wenn da noch ein paar andere Leute kämen, dass man gemeinsam da den Bauwagen. Ihr müsst aber wissen dann, liebe Leute, die dann extra kommen, wir sind sehr, sehr scheu. Also wir würden auch wirklich nur kurz den Bauwagen sehen und dann wären wir beide zumindest schon wieder raus aus dem Ja, wir User-Treffen. machen Aber nicht Tamtam und stehen da mit einem Megafon und machen ein großes Fan-Treffen. nee, Das das geht nicht. nicht. Aber wir würden auf jeden Fall dabei sein. Also wenn das wäre, dann wäre vielleicht eine gute Idee. Ja. Vor allem Vielleicht zur können wir dann 100. hinfahren, Folge. hinfahren, gucken, wegfahren. Ja, das wäre in unserem Interesse. Vor allem Ja, könnten wir genau. es dann nicht absagen, weil es war ja jetzt schon 3 oder 4 Mal fest geplant und dann so sind wir beide so an dem Punkt, können wir es nochmal verschieben? So, das ist halt Genau, weil dann schwierig. stellt sich die Frage nicht, weißt du? Ja, genau. Dann geht's halt einfach Tja, nicht. Peter wird jetzt von der jungen Dame nach Hause gefahren zu seinem Bauwagen. Und da haben wir jetzt eine Besonderheit auf dem Grundstück, das wir so selten gesehen haben. Da ist nämlich ein großes Indianerzelt, ein sogenanntes Tipi-Zelt aufgebaut. Und die Dame fragt, da ist der Realismus aber da, was soll das denn? Und jetzt müssen wir einen Experten fragen. Wen haben wir? Ah, Martin haben wir in der Leitung. Ja. Was soll das? Ich bin genauso ratlos wie die Dame. Seit 30 Ich weiß auch nicht, Jahren. wo es vorher herkam. Ja, ich weiß auch nicht, wo es geblieben ist. Ja, das ist ein Freund von Peter, der offensichtlich Schauspieler ist und sich etwas zu stark auf seine Rolle vorbereitet. Tagelang, wochenlang da als Indianer lebt, denn er ist Winnetou. Wir werden nachher auch eine Szene sehen, sehr überzeugend, da kann man wirklich die Vorbereitung spüren. Und der kampiert einfach bei Peter und raucht da vor sich hin, also mit Feuer und so, und wohnt da einfach. Ja, ich habe noch zwei kleine Fun Facts. Einmal fragt sie ja, wo Peter wohnt, und Peter sagt im Elchwinkel 3. Ich habe das Gefühl, der Bauwagen rollt Jahr für Jahr in eine andere Das kann ja Hausnummer sein. rein. Das ist natürlich mal wieder eine andere, als wir sie später zu Fritz-Zeiten haben, wo sie zumindest durchgängig die gleiche Zahl ist. Und auf ihrem Auto ist das Kennzeichen BA allerdings so skaliert getroffen. Gedrückt in eine Zeile, dass man meinen könnte, vielleicht hat man das B für Berlin überklebt, sodass da ein BA reinpasst. Warum aber auch immer? Also Wofür steht denn BA? Für welche Stadt? Bamberg. Bambäsch! Ah, okay. Unten im Süden. Ja. Weiß ich nicht. Ist das Nummernschild einfach so furchtbar oder hat man tatsächlich gesagt, oh, wir müssen das originale Kennzeichen unkenntlich machen, wir überkleben das B? Keine Ahnung. Sieht ein bisschen gefaked, sieht ein bisschen künstlich aus. Ja, ist ein Genauso bisschen wie eingerückt, ja. der Aufschrift Eilige Arzneimittel natürlich. Ich glaube, da steckt nämlich der wirkliche Firmenname dahinter, zu dem dieser Wagen gehört. Na, das bleibt jetzt aber auch. Gut, wir sind im Bauwagen. Ich übernehme mal ganz kurz. Wir sind Ja, im mach einfach Bauwagen. weiter, du. Der Tisch knarzt ein bisschen nach unten und ich habe eine Frage. Was ist an diesem Bauwagenbild falsch? Jetzt von außen, oder was? Nee, innen drinne. Innen drin, was ist innen falsch? Die Kommode? Ja, was ist, wo ist die Küche? Wo ist die Hinter der Küche? Kommode? Ja. Aber das ist, die Kommode steht sonst nicht da. Wir haben eine neue Staffel. Gucken wir uns mal die anderen Folgen der 10. Staffel an. Wir werden die jetzt Woche für Woche durcharbeiten. Oh no. Kontinuität wird jetzt hier gefordert. Vielleicht ist das Ja. die Staffel, wo die Kommode statt Küche. Ja, neue Initiative, Kommode statt Küche. Also, ich weiß es nicht, der Bauwagen ist der gleiche, aber irgendwas ist mit der Küche passiert. Ja, stimmt. Ja, weg ist sie. Na Tja, gut.
Weg ist Peters Wunde noch lange nicht. Er hat sich am Knie verletzt. Verletzungen am Knie, die können sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein, aber er hat offensichtlich nur eine kleine Wunde, die muss erstmal desinfiziert werden. Und hier wird Peter jetzt auch erstmals schon rot, denn so sagt die Dame, seine Verpackung ist ja beschädigt. Und es geht hier überraschenderweise ernsthaft in der ganzen Folge um das größte Organ, was wir haben, die Haut. Huiuiui, habe ich erstmal gedacht, oh nicht euer Ernst. Ich hatte wirklich irgendwie gedacht, dass was mit Farbe ist und irgendwie jetzt hier was los ist oder vielleicht macht er wieder im Bauwagen was oder malt sich selber an. Auch wie er später, Schamesröte wäre er eigentlich das errötet ja Ding. später nochmal, aber dann ja aus Hautausschlaggründen. Also, dass hier die Hautthema ist, das habe ich nicht erwartet. Da muss ich aber sagen, dafür passiert sehr, sehr viel in der Folge, dass das nicht mehr so stört, dass dieses vermeintlich dröge Biologiethema hier dran vorkommt. Oder wie fandet ihr das? Fast genauso, ja. Ich fand das schon interessant, dass dieser Schwenk dann zum größten Organ gekommen ist und auch ziemlich gut dargestellt. Ja, ebenso. Es ist so viel passiert in dieser Folge, so viel Durcheinander und die Storyline, die leidet jetzt nicht. Es ist nur sehr durcheinander Ja, weil auch insgesamt. wirklich sehr viele verschiedene Darsteller hier dabei sind. Das muss ich wirklich nochmal sagen. Also das ist jetzt blonde Dame Nummer 1, die Unfallfahrerin, die Apothekerin ist und sich deswegen sehr gut auskennt. So, sie verarztet Peter und verlässt das Set. Peter ist wie immer angefixt von der aktuellen Thematik und sucht, in diesem Fall hat er aber kein Hautbuch, sondern er guckt jetzt erstmal allgemein so im Lexikon nach, ne? Ja. Ja, richtig. Ich möchte einen Satz noch eben Bitte. einschieben, wenn möglich. Gerne. Hätten Sie mich nicht angefahren, hätten wir uns nicht kennengelernt. Ja, das ist nämlich flirty. Hier ist nämlich alles sehr, sehr flirty. Richtig. Ja, Und das zwar ist. von beiden Seiten. Von beiden Seiten lodert das Feuer. Ihr erkennt da immer sofort an was. Das ist der Grund, warum bei mir Dates manchmal auslaufen. Ich erkenne manchmal einfach nicht, wenn sie mir mit einem Hammer auf den Schädel einschlägt und sagt: Hallo, ich will ein Date mit dir. Und die so: Was? Ach so, das ist keine Freundschaft. Ach so, das habe ich nicht gemerkt. Ihr erkennt sowas wieder. Das ist klar. Ich habe nur einen anderen Satz, der ist ganz am Anfang. Und zwar, als er angefahren wurde, fragt sie: Wo ist denn ein Telefon? Da habe ich auch erstmal gedacht: Schlecht gealtert Ja, heutzutage. das ist Wo so. ist denn ein Telefon? Aber gut, wir bekommen jetzt die Haut erklärt, ne? Oberhaut, Unterhaut, Lederhaut mit einem schönen Einspieler und ganz vielen Punkten. Aber das mit den Punkten finde ich ganz spannend eigentlich. Wo Ja. er sagt, dass auf den Arm, da man ganz viele, dass man auf dem Rücken nur einen merkt, wenn man auch zweimal gepikst wird. Sowas habe ich tatsächlich vorher nicht gewusst. Das Sind das bekommt. Originalpunkte von den Originalstellen oder ist das einfach so dahingemalt? Also Aufgrund der vielen Punkte würde ich sagen, es ist ja, einfach so dahingemalt. glaube auch. Es ist einfach mal eine kleine Eskalation mit dem Filzstift passiert. Ja, was denn? Wenn man da im Bauwagen lebt, vorne lebt irgendein komischer Indianer, dem man nicht begegnen möchte, man sperrt sich im Bauwagen ein, das heißt Langeweile, das passiert halt so. Dann malt man seinen Arm an. Ja. Aber das ist ja auch der Auftritt für den Indianer, der auch gut bemalt jetzt in den Bauwagen reinkommt. Offensichtlich ein alter Freund von Peter. Der Schauspieler taucht ja noch ein paar Mal in Löwenzahn auf, aber in anderen Rollen. Also das ist jetzt hier nicht unbedingt der Schauspieler, den wir jetzt ja in der Rolle wiedersehen werden. Das wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also da gibt es ja zum Glück Datenbanken, wo man das sehen kann. Aber ja, er kann natürlich auch direkt eine eigene Bemalung. Ja, zum Glück nicht mit Filzstiften. Er erkennt natürlich auch die Wunde bei Peter. Will nachgucken. Nein, nein, ich werde schon behandelt. Richtig. Stattdessen behandelt Peter ihn jetzt und macht mit ihm jetzt so ein paar Experimente, weil es ist ja besser, das bei dem Indianer zu machen. Mit dem Zirkel. Oh. Ja, mit dem Zirkel. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt großartig? Jetzt gucken Naja, wir ganz wir kurz um. erkennen, wo man natürlich mehr Sensoren hat Ja, genau. Ah, ja, zum genau. Fühlen. Rücken, Hand und so, Ja, ja. anhand des Zirkels. Und dann sehen wir noch ein kleines Foto, wo man ja erkennt, dass die beiden sich ja schon Das länger sieht man, jetzt kennen. ist es nämlich bewiesen. Ja, jetzt weiß man es Ja. nämlich. Ich hätte es natürlich witziger gefunden, wenn da ein Bild von einem alten Peter gewesen wäre, so auf dem Kinderkopf. Aber gut, vielleicht ist das ja Ja, ein gut. wahres Foto. Wir wissen es ja nicht. Aber Jetzt wo kommt das her? dazu eine Frage. Ja. 1937 ist Peter Lustig ja geboren. Auf dem Foto ist er 6, 7, 8. Wahrscheinlich, oder? Ja, Also ist es maximal 8. ein Schulfoto aus dem Krieg, was unwahrscheinlich ist. Oh, Julian, wie stehen wir jetzt da?
Ja, gut, das, wir sind viel zu jung, das können wir gar nicht wissen, dass es unwahrscheinlich war. Genau, da muss jemand aus den 70ern kommen, uns das zu erklären. Das geht. Also kein Originalfoto. Tja, aber könnte es denn trotzdem, ach so, also meinst du auch, ist auch nicht mal der junge Peter da drauf? Also, Denke ich nicht. Tja, sie gucken ganz, ganz verschmitzt an. Also, das ist auf jeden Fall für die Storyline, ist das der Beweis, dass sie sich schon ganz lange kennen. Ansonsten gibt das Foto nicht viel her und es braucht es auch nicht für die Geschichte hier. Aber es ist quasi so ein bisschen der Bogenschlag, dass man denen abkauft, dass sie so gute Freunde sind, dass der Herr einfach so Peters Garten verwüsten und dort einfach leben kann und anderen Lärm machen kann, ohne gestört zu werden. Ein Einspieler soll uns jetzt so einige Bemalungen zeigen und das nicht nur durch Filzstifte, sondern wir kommen natürlich zu Völkern. Die haben wir alle schon mal gesehen, zumindest auf Fotos und Videos, wahrscheinlich noch nie real. Ja. Ich finde das immer ein bisschen komisch. Ja, So. gut, das ist klar. Wäre ja merkwürdig, wenn du das nicht komisch finden würdest. Das Also ist. die Bemalung schön und gut, wenn sie ihre. Ja, meine Güte, wir, come on, stell dir mal vor. Einer von diesen Ureinwohnern, nennen wir sie jetzt einfach mal. Keine Ja, Ahnung, ist sie wahrscheinlich sind der es ja falsche auch. Begriff, so wie mein Naja. Indianer heute eigentlich auch nicht mehr. Aber es ist Ja, halt eine gut, alte klar. Folge, da wird Ja. Indianer gesagt, deswegen übernehmen wir das jetzt mal. Ja. Stell dir mal vor, einer von diesen Menschen würde an Karneval zu dir nach Düsseldorf kommen, ja, und würde sagen: Gott, wie seht ihr denn aus? So lebt ihr? Ja, wahrscheinlich ist das die gleiche Ansicht, die Ja. wir jetzt haben. Sie bema Ja. Ja, was denn? Es ist ja ein Tag im Jahr. Ja, weil weißt du denn, ob die das nicht auch nur zu einem Fest sich so bemalen? Du siehst halt immer nur die gleichen Bilder. Das Zu ist Festen? interessant. Wäre ein großer Zufall, ne? Wenn die Leute immer nur dann in diese Büsche gereist sind, wenn da nur gerade Feiertag ist. Aber gut, klar, lassen wir das mal so stehen. Okay. Und was ich halt ein bisschen merkwürdig finde, ist halt die Verstümmelung. Also wenn es dann wirklich um Sachen Ja, geht, durch die Nase klar, und Ohren zu natürlich. stecken. Große Teller in den Lippen gibt es Oh, auch. Und das ist natürlich ja. alles eine Zeit und eine Kultur, die wir nicht nachempfinden können, gerade wenn es dann noch um irgendwelche anderen Genitalverstümmelungen geht und so weiter. Das ist natürlich ein Thema, das wird hier zum Glück ausgeklammert. Also hier geht es eigentlich nur darum, dass Leute sich bemalen aus verschiedenen Gründen, sei es zur Tarnung oder weil sie es einfach nur schön finden. Das Oder ist halt einfach zur gut. Emotion zeigen, zur Freude strahlen. Ja, Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich weiß stimmt. nicht. Martin wusste das bestimmt. Er ist weiser als wir. Aber ich bin hier kein Tattoo oder kein Bemaler. Also, ich finde das aber ziemlich gut erklärt, Ja. Ja. diesen ganz Der kurzen Einspieler hat Einspieler. auch die richtige Länge, dass man das einmal Ja. gesehen hat und auch wahrgenommen hat, aber dann auch nicht weiter dann darauf eingeht. Was man nicht hätte machen müssen, ist dann den na nächsten Nackten in Löwenzahn. Ja, eigentlich hätten wir von Anfang an so einen Counter machen müssen. Nackt-Dice-Counter. Ja, genau, der Nackedei-Counter. Aber das waren halt die typischen alten Folgen, oder? Ja, ja, Nackt, ja. in der Nackt, nackte Tat. Männer und Peters Freunde und Andererseits ist Baden. natürlich auch gut, dass die Badewanne zum Tragen kommt. Sonst hätten wir nämlich ja auch bemängelt, dass da ja nie drin gebadet wird und so. Wieso? Bei der Moor-Folge hat sie den wichtigsten Boah, die Einsatz gehabt. Moor-Folge. Ja. Habe ich nachher im Feedback ist da auch irgendwie wieder darauf eingegangen worden. Also dieser Echt? Satz, Oh. das Moor ist schön, das ist hier schon so ein geflügeltes Wort geworden. Okay. Ja gut, sie leben da zusammen und Peter hat ja immer Bücher, ne? Der hat ja für alles Lexika. Anscheinend muss man für Kosmetik was anderes als ein Lexikon nutzen. Was hat der da jetzt auf dem Tisch? Ist das wirklich die neueste Beauty und Brigitte und schöne Haut? Naja, er ist jetzt ja Boulevard-Lektüre? so sehr im Thema, im Haut. Und was wir auch ein bisschen außer Acht gelassen haben, ihn stören ja seine Falten. Ne? Also er hat ja auch seinen eigenen Alterungsprozess dann doch jetzt mal bemerkt. Das haben wir jetzt ein bisschen vergessen zu sagen. Und das will er natürlich jetzt hier, da will er gegen angehen, wo er sich jetzt sowieso gerade mit der Haut beschäftigt. Und da hat er sich jetzt halt mal so Lektüre besorgt. Aber da ist er schnell hingegangen und kauft sich diese Lektüre. Offensichtlich. Ja, Fritz Fuchs wäre jetzt zu Jasmins Kiosk gegangen, die rein Ja. zufällig ein Heftchen dafür hätte. Ja, zwischen den Das Lakritzschnecken. stimmt auch. Ja. Ja. Jetzt kommt natürlich hier Peter noch der Zufall zugute, denn jetzt kommt eine Kosmetikberaterin, die da gerade so ein bisschen durch das Viertel streicht und wir haben jetzt eine Szene. Ach ja, wir haben eine weitere Schauspielerin noch, die habe ich Ja. ganz vergessen. Eine Putzfrau, die offensichtlich nur Putzfrau ist, wie sie sagt auch hier, ich putze hier nur, ne, der Hausherr ist nicht da, aber gehen Sie mal nach nebenan. Aber nee, lieber doch nicht, da ist auch kein gepflegter Herr. Ja, vor Ja, allem. hier nix Gattin und gepflegter Mann oder Ja, sowas, ja. irgendwie so, ja.
Ich hatte ganz kurz überlegt, ob sie schon wieder eine andere Hausnummer nennt. Sie sagt nämlich, nächste Herrin ist sieben. Und ich dachte, sieben? Sieben? Nein, sie sagt, sie ist drieben. Also sie ist Ja, das ist drüben. Ja, natürlich, ja. Es ist drieben. realistisch über dargestellt Ja, ein worden. bisschen sehr überspitzt, so wie Es der ist Begriff realistisch. Putzfrau. Ja, sicherlich. Aber Und ist auch es. wieder ein typisches Klischee, oder? Sicherlich, aber auch, Definitiv. gab es ja aber genau auch so. Also immer Ja, noch. Also klar, es ist richtig. aber dann muss man natürlich nicht unbedingt in so eine Serie bringen, würde man nach heutigen Gesichtspunkten sagen, aber gut, egal. Was für ein Zufall, dass immer wenn bei Peter es staubt, ein Staubsaugervertreter kommt und wenn Peter sich mit Kosmetik auseinandersetzt, dass dann eine Kosmetikerin für Herrenkosmetik unterwegs ist. Und dann noch so eine faltenfreie. Wie Die Peter ja auch bemerkt. Mann-Kosmetik René ist da. Und ja, sie macht das wirklich sehr gut. Sehr, sehr aufdringlich, so wie die richtigen Vertreterinnen und Vertreter. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ab da bin ich ein bisschen abgeschwiffen, weil jetzt wird ja mehr oder minder ein Verkauf parodiert. Ich habe ja das Gefühl, ich bin auf einer Tupper-Party gelandet. Es wird mit musikalischer Untermalung hinterlegt, dass die das Ganze so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ich habe so das Gefühl, die Regisseure haben da schlechte Erfahrungen gemacht und wollen das hier gerade mal ganz kurz ein bisschen ausleben. Mir dauert es aber ein wenig zu lang. Ja, Ja, ich glaube auch, ja. dass beim ersten Gucken ich hier auch so ein bisschen rausgekommen bin dann schon. Wahrscheinlich sogar schon bei dem Ureinwohner-Clip. Also das erste Gucken war für mich ganz abstrakt und erst im zweiten fand ich die Folge gut. Also ja, also alles sehr lang und auch ein bisschen wirr. Ne? Jetzt kommt da plötzlich eine weitere Dame und das macht diesen Verkaufsgespräch und Peter ist ja auch sichtlich interessiert. Er ist ja gar nicht skeptisch oder so, fragt auch nicht nach dem Preis und zahlt am Ende, was sie will. Also 314 Mark. Und das unterschreibt er. Er unterschreibt einen Scheck. Ein ja, und Scheck. er würde sie auch noch weiterempfehlen. Und sie Was? benutzt ja selber die Sachen, sagt sie. Okay, wir machen kurz eine neue Reihenfolge. Klaus Dieter, der Kicker und dann die Kosmetik. Genau, das sind Wo so seine ist Ausgaben. das Geld her? Ja, genau. Wo ist das Geld Aber da ist der Kicker ja ein Schnapper jetzt auf einmal. her? Was hat er noch? 50 Mark, ne? 50 Mark. Und da muss er lange dafür suchen, dass er das Geld zusammenkriegt. Eben. Ein bisschen merkwürdig. Es qualmt, es qualmt, es qualmt, denn unser Winnetou macht sich ein Dampfbad, eine Sauna, denn das ist ja nur geschehen, damit am Ende der Satz fällt, das ist nämlich auch gut für die Ja, eben. Also völlig Haut. unnötig. Diese ganze Ja. Winnetou-Geschichte, ja, auch gleich von dem Textübler. Kannst du mal rausstreichen aus der Folge. Da kommt er ja auch zu Potte. Das verwirrt ja völlig. Also das ist ja wirklich, wie du schon richtig sagst, ein komplett wirrer Handlungsstrang, der hier so nebeneinander aufgebaut wird. Also ja, okay. Es ist irgendwie skurril. Und ich glaube, auch als Kind ist das toll. Man sieht das, man merkt sich das. Da ist jemand, da hat da Winnetou gespielt und da sind Cowboys im Garten, was man sich da alles dazu ausmalt und so. Wahrscheinlich zum Fantasieanregen ist das gut. Aber natürlich absolut unglaubhaft. Ja, Also fehlt komplett auf der Paschulke, der sich Beweggrund. hier über den Rauch beschwert, der Paschulke, der sich Klar. über die Lautstärke beschwert. Das fehlt hier alles. Das Ja, das ist fehlt. natürlich klar. Eieiei. So, nächster Einspieler. Ja, jetzt geht's zur Fitness. Jetzt sehen wir, dass die Haut auch noch schwitzen kann und uns damit auch kühlen kann. Auch wieder sehr unrealistisch. Wir sehen einen Jogger, ne, der nicht mehr kann. Dann hält er kurz an, dann kühlt er ab innerhalb von 3 Sekunden und dann kann er wieder weiter. Und ebenso haben wir hier die Wärmebildkamera, die Sensoren erklären uns Gänsehaut. Ganz schön gemacht. Ich Und auch, dass die bin doch Haut das schon bei reguliert und so, 10. finde ich Ich ganz bin gut. schon bei 10. Ist gut. Ich gebe schon eine 10. Ist ja gut. Ja, Och, ne? nee. Ich glaube auch, es ist eine 10er-Folge, was den Lerneffekt angeht. Ah, ich trage schon mal Also ein. hautmäßig ist hier schon einiges abgedeckt worden. Ich finde das So. aber mit der Körpertemperatur ganz gut ge erklärt. Ja, wie gesagt, ich habe auch nichts auszusetzen. Es ist mir vielleicht ein bisschen zu wenig rot in der Folge. Also das Ja. Blut wird ja überhaupt nicht Selbst sein thematisiert. Ausschlag ist ja auch nicht so wahnsinnig Ja. auffällig. Aber für das Thema Haut, was ist ja das eigentliche, wie sie bei Fritz Fuchs heißen würde, ist ja alles korrekt, alles korrekt, alles korrekt. Maden, du greifst ein, wenn du irgendwas dazu sagen Ich willst, greife Maike. ein, ja. Ich wollte euch jetzt nur nicht unterbrechen, aber im Moment bin Immer. ich bei euch. Also ich hätte Immer, es auch immer nicht schlimm unterbrechen. gefunden, wenn sie die Folge genannt hätten, Peter wird grün übrigens, weil das nämlich deutlich hätte mehr hier im Gesicht. Er Nein, ist. der Titel passt nicht ganz. Das ist Aber häufig bei sonst Peter vom wohl so. Lerneffekt bin ich total bei euch. Ich hatte ja gedacht, dass er rot wird vor Scham oder so, ne? Dass man das so aufgreift. Das ist ja gar nicht der Fall. Ja, wir sehen jetzt hier sehr schön, wie Peter sich jetzt einschmiert mit den ganzen Sachen, die er jetzt da bekommen hat. Und im Hintergrund ist der Indianer-Schauspieler Freund und lebt da sein Indianer-Schauspielerleben. Das ist natürlich ganz toll. Ja.
Denn dann. Aber da ist sie wieder, die junge blonde genau, Frau. Denn dann kommt sein Date hinzu. Ja. Und das ist ein sehr kurzes Date. Sie gibt ihm einen gigantisch großen Erste-Hilfe-Kasten und geht einfach wieder. Ist ja. Das korrekt? Sie macht Hausbesuch. Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Also, okay. Und sie hat ein wunderschönes Oberteil an. Da merkt man wirklich die Zeit. Aber einen ersten Hilfekasten sollte jeder zu Hause haben. Aber doch nicht so ein gigantisches, riesiges Ding da. Wo hat er denn den Platz dann im Bauwagen? Naja, in der Küche ist jetzt eine Kommode, sind ein paar Schubladen frei. Kannst auch ins Zelt stellen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, jetzt kommen wir zur Situation, die ich jetzt hier schon mehrfach kurz angesprochen habe, denn der Indianerfreund ist ja da, um für seine Rolle zu proben und sich da besser rein zu versetzen, und da muss natürlich auch der Text gelesen werden. Jetzt lernt Peter mit ihm Text, und wir sehen hier wirklich schöne Schauspielkunst. Wir sind kurz bei Winnetou, und ja. Auch das, jetzt sind wir komplett raus eigentlich aus dem Hauptthema. Ja, genau, und das ist es nämlich genau, das hat mich wieder komplett rausgebracht aus der Folge. Ja. Ja, aber Peter, die muss jetzt ja einwirken. Ne? Also es geht ja darum, das wurde ja auch irgendwie gesagt, dass Peters große Poren nicht mehr so groß wirken. Martin, warum ist denn das so deine Folge? Also klar, wir haben nicht die Lieblingsfolge, aber sind das auch die Szenen oder haben die dich auch tendenziell mehr gestört? Es ist schon ziemlich wie eine meiner Lieblingsfolgen. Es ist, weil das Thema sehr gut erklärt wird. Mhm. Und weil man Peter wirklich am Flirten sieht. Und da haben wir nachher, wenn die Folge zum Schluss geht, ja einen fantastischen Schlusssatz. Aber da kommen wir zum Schluss wahrscheinlich zu. Mir, und man sieht ihn mal wirklich total anders. Mir fallen jetzt noch so zwei Situationen ein, wo er auch geflirtet hat. Einmal natürlich da mit dem Stau, wo er diese große Luftmatratze da durch die Gegend getragen hat, und er ist dann ja auch am Ende mit der Dame abgedampft. Mhm. Und dann gab es doch, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, CF. Es gab doch dann einmal diesen Einspieler in so einem Musikvideo, wo er auch mit so einer Lady im Auto saß und dann mit ihr geflirtet hat. Ach Gott, das waren die Werbetricks doch, glaube ich. Ah, es waren die Werbetricks. Ja. Das sind nur die zwei Situationen, die mir noch einfallen. Ja, die offensichtlichste fällt dir nicht ein? Jetzt bin ich enttäuscht. Stichwort Barbara. Stichwort Brücke. Ah, die Brückendame. Mhm. Ja, hast du recht. Mit der ist er auch. Ja. Das war überhaupt eine ganz tolle Folge. Die können wir nochmal wieder gucken. Können wir mal wieder besprechen. Also flirtet er alle paar Jahre einmal und zieht dann mit der Dame ab, wenn wir abschalten. Genau, da kann sich CF reinversetzen. Leider Spaß. Oh mein Gott. Ja, weil du eben selber das so gezogen hast. Ja, ist okay. Den stecke ich gerne ein. Im Gegensatz. Gucken wir jetzt mal, was Peter jetzt hier einstecken muss. Er hat nämlich jetzt eine große Problematik in der nächsten Szene. Und zwar will er, eigentlich meint das ganz gut. Ja, er hat sich extra den schönsten Hut angezogen und die schönsten Blumen, denn er will jetzt seiner angebeteten Apothekerin Blumen schenken und mit ihr irgendwie was unternehmen. Sie hat aber gar keine Zeit, nimmt die Blumen gerne an und macht ihm zuerst ein vermeintliches Kompliment, aber dann entpuppt es sich daraus, dass sie eigentlich sagen will, er sieht gar nicht gut aus. Wie sieht er denn aus? Was hat er denn mit seinem Gesicht gemacht? Ja, er hat nämlich, glaube ich, eine kleine allergische Reaktion. Aber was er noch hat, ist 314 Mark gut investiert. Denn die Dame sagt ja, lieber Herr Lustig, Sie werden aber auch 10 Jahre jünger. Und das ist geschehen. Der Herr Lustig hat nämlich hier komplett schwarze Haare wieder, einen komplett schwarzen Bart und sieht 10 Jahre jünger aus. Hast du recht, ja. Richtig, ja. Um den Kontrast nochmal darzustellen, was sich jetzt alles verändert. Ich hätte übrigens gedacht, sein Hautausschlag, man sieht ihn natürlich, aber ich hätte gedacht, dass man ihn für die Serie deutlich schlimmer macht als hier. Also das ist schon wirklich... Das hätte ich aber auch erwartet, ja. Ja, und wir erinnern uns alle, was passiert, wenn er Pilze isst, wie er dann aussieht. Da kann man hier auch nochmal ein bisschen mehr auftragen. Genau. Können wir einfach die nächste Szene stellen. Ja, gleich bei der Frau Doktor ist. Ja, da kommen wir nämlich jetzt hin bei der Frau Doktor. Die ist wohl definitiv keine Schauspielerin. Nee. Denn das Gespräch ist sehr unangenehm. Bis zu dem Punkt, an dem sie die allergischen Reaktionen erklärt, weil dann spricht sie wieder flüssig. Das bedeutet wohl definitiv, ne, wenn sie nicht also aus der Rolle fallen muss, alles gut. Anamnese da, ist das dröge. Also mein Gott. Sehr, sehr, sehr schlecht abgelesen, oder? Ja, auch irgendwie auch realistisch. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also sie stellen ja direkt fest, dass es wohl an der Creme liegt, und Peter stellt noch seine Rückfragen und sie antwortet dann, uiuiuiuiuiui. Den
Allergietest selber, den haben sie dann ganz gut gemacht. Ich glaube, das hat auch jeder schon mal gemacht, mindestens einmal in seinem Leben, oder? Ja, doch, ja. Ja, aber das ist, finde ich, auch ganz nett, auch mit den kleinen Pusteln und so, und dass du das so zeigst. Aber dieses Gespräch selber, Martin, 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 was hat das jetzt hier an Entertainment gekostet? Die Folge war sonst so schön abwechslungsreich. Ja? Das gibt Abzüge. Das gibt Abzüge, also ja. Vor allen Dingen Unterhaltungswert, obwohl sie sich ja unterhalten haben. Ja, aber man kann sich ja so oder so unterhalten und das gibt bestimmt 2, 3 Punkte Abzüge. Ah, naja, die Snoopy-Dinger machen das dann wieder wett. Diesen Allergietest, ne? Den hat, du sagst ja richtig, den hat jeder schon mal gemacht. Und ein ja. Punkt entsteht ja immer. Ne? Kennt ihr das? Ein Punkt muss immer entstehen. Dagegen bist du automatisch allergisch. Und an denen, also ich kratze mich dann halt auch jedes Mal an dem Scheiß. Was soll denn das? Also jedes Mal wird mir so ein Punkt zugeführt, der entstehen muss. Also das ist ja voll. Das ist dann so ein Test, ob das überhaupt funktioniert oder was? Genau, genau. Okay. Ja. Also wie damals bei den Corona-Tests, dass so eine Linie muss da sein. Richtig. Das ist ein sehr weirder Vergleich, aber von mir aus. Hält mir jetzt gerade ein, ne? Ja, ja. So lange ist noch nicht her, aber es wird ja ganz, ganz schlecht altern, dieser Satz. Naja. Was noch schlecht altert, ist jetzt wieder die Winnetou-Szene. Ich überlasse sie dir gerne. Oh, schon wieder. Ja. Nee, das ist, musst du mir nicht überlassen. Also in der Tat, er ist jetzt schon wieder bei Winnetou und Winnetou versucht ihn jetzt ein bisschen zu pflegen. Ja. Hat er denn jetzt eine Allergie eigentlich? Ja, definitiv. Ja. Und er entscheidet sich auch jetzt gegen diese ganzen Produkte, 314 Mark, die gut investiert waren, jetzt wieder in den Sand gesetzt. Denn nicht nur, dass er das ganze Zeug jetzt entfernt, sondern auch wieder seine alte natürliche Schönheit wieder erholt. Das heißt, die ganze Haarfärbemittel ist jetzt wieder komplett raus und wir sind auf einmal wieder 10 Jahre gealtert. Ja, was der Dame? Also erstmal hätte man jetzt die Kosmetikberaterin natürlich, in einer Daily Soap wäre sie jetzt zur Rechenschaft gezogen worden. Ja. Über mehrere Folgen. Und dann hätte sich wirklich dann bei ihr gerecht. Aber hier ist das nicht so schlimm. Peter sieht in der Tat wieder so aus wie früher. Und waren Sie verabredet oder kommst du durch einen Zufall zu einem weiteren Hausbesuch, die Apothekerin? Ich denke, sie kommt einfach zum Zufall. Ja, waren Sie jemals verabredet? Nein. Ich hätte fast schon Lust, jetzt einfach die nächste Folge zu gucken, um den Bauwagen weiter zu begutachten, um zu gucken, ob das Zelt noch steht. Also ich habe ein bisschen weiter geschaut, ob er irgendwann mal wieder schwarze Haare hat. Nein, es bleibt bei dem Grau und die Staffel endet ja dann auch mit seinem, ja, wie nennt man diesen Hulk Hogan Bart da noch? Ab dem nächsten Staffel haben wir ja den grauen Vollbart. Und das wurde tatsächlich nur für diese Folge hier wieder verjüngt, ne, mit einer schwarzen Haare. Der Bart ist wirklich merkwürdig, ne? Ja. Aber den hat er halt bis Staffel 9. Ja, Vollbart ist besser. Ja, und dann kommt jetzt der letzte Satz. Martin, jetzt darfst du ihn spoilern. Ihr seht ja, ich habe was Besseres vor. Genau, er hat was Besseres vor. Er hat nämlich jetzt das nächste Statement. Nimmt die junge Dame in die Hand und ja, kriegt noch ein Küsschen. Es sei ihm gegönnt, Legenden sagen, man sah sie nie wieder. Ja, leider, leider. Das ist nicht so wie bei Frau Susemiel, die da noch bis in Fritz Fuchs Ära es schafft, leider. Naja, das ist die Folge. Also es ist gar keine so schlechte Folge. Martin, wir haben hier 3 Kategorien uns einfallen lassen. Ne? Vor 2 Jahren. Und die würden wir auch jetzt gerne mit dir hier durchgehen. Du darfst natürlich mitbewerten. Und dann können wir ja mal gucken, wie die Folge so abschneidet. CF. Ja, bitte. Okay. Lerneffekt. 10, 10, 10, 10. Ja, das gebe ich auch 10. Ich möchte auch da nicht mehr zu hören. Martin. Die neun. Was hat dir gefehlt? Was stimmt denn nicht? Es war ein bisschen fast schon überfrachtet. Ein, zwei Sachen waren vielleicht ein bisschen zu lang, aber ist eine sehr, sehr gute 9 plus. Ja, okay. Nehmen wir so hin. Dann können wir direkt weitermachen. Realismus. Uiuiuiui. Also darf ich zuerst? Da, bitte. Ich habe mich da sehr schwer getan. Ja, ich würde jetzt im Mittelfeld bleiben. Aufgrund der vielen Sachen, die hier passieren, wäre ich jetzt bei einer 5 bis 6. Ich gebe mal eine gute 6. Ja. 5 bis 6 habe ich mir auch gedacht. Ja, bleiben wir bei 6. Okay. Ihr gebt eine 6 jeweils. Du weniger, ne? Naja, hätte ich jetzt zuerst gesagt, dass ich eine 4 ab, hättest du eh die 6 gegeben, damit wir auf dem Mittelfeld kommen. Insofern ich denke, das ist auch eine 4. Ja,
Jetzt, ja, das eigentlich Spannende kommt jetzt. Jetzt kommt ja das, wo man jetzt persönlich, das eben war ja so, müssen wir alle ungefähr, ne, nach einigermaßen okayen Richtlinien so werten. Aber jetzt können wir natürlich komplett auseinanderklaffen. Richtig, und das ist die letzte Bewertung, die wichtigste, und die darf natürlich der Gast wie immer auch zuerst bewerten, Oh denn die ja, hat er sich bitte. ja Gute gewünscht. Idee. Ja. Unterhaltung. Zwei. Eine Martin. zwei. Eine Eine zwei. zwei. Eine 2 bei deiner Wunschfolge. Das ist ja. Ja, ist halt auf mehr auf den Lerneffekt bezogen worden. Ah, Ach, das ist krass. ja spannend. Ich guck mal kurz in der Das sehe Historie. ich aber nicht so, eine 2. Ich glaube, Also, dass noch niemals ein Gast seine eigene Folge in der Unterhaltung schlecht bewertet hat. nein, das Schlimmste, was wir hatten, war Dean mit einer 5, wobei wir Dean ja auch nur eine Folge, ja, der hat er sich ja gar Ja, die nicht hat er gewünscht, der sich, hat was genau. gesagt, gib mir was mit Dinosauriern. Ja. Ansonsten hat Patrick, Aber es glaube macht ich. das Geflirte macht es auch nicht weg. Und der Indianer war halt auch zwei, drei Filmchen zu viel, obwohl es einer meiner Lieblingsfolgen ist. Okay, ja gut, also Krass. dann gebe ich deutlich mehr, wahrscheinlich sogar mehr als CF. Jetzt nämlich so in der ganzen Gesamtheit würde ich jetzt auf eine schöne, ganz gut gemeinte 7 gehen, weil ich finde Ui. die, find den in der Tat die ganze Abwechslung ganz nett. Ist jetzt nicht so, dass man da die ganze Zeit sitzt und sich nicht mehr halten kann. Es sind auch sehr große Längen drin. Wenn die nicht wären, wären es wahrscheinlich sogar eine 8 für mich. Ich finde es absolut in Ordnung und auch sehr abwechslungsreich. Ja, die Einspieler waren sogar recht unterhaltsam, vielleicht ein bisschen immer ein bisschen zu lang und ansonsten bin ich nicht so viel schlechter dazu. Ich bin bei einer 6. Damit haben wir 43 Punkte erreicht, Platz 57 nach aktuellem Stand. Eine Durchschnittsfolge, Ja, in der absolut. Tat, eine Durchschnittsfolge. Immerhin. Okay. Ja, gut. Dann gucken wir Schön. mal, was die sogenannte Community Oh, sagt. jetzt kriegen wir Ärger, weil letzte. Oh nein, jetzt Ich kommt lese erstmal ein letzte. bisschen was anderes vor. Zur letzten Also. Woche kommen wir gleich, denn ich habe erstmal ein bisschen was anderes, ne, und dann gucken wir gleich mal. Bevor wir gleich aufs Maul bekommen, okay, alles Naja, gar klar. nicht so schlimm. Okay. Feedback. Der Sungi hat nämlich bei einer willkürlichen älteren Folge geschrieben: Julians Loblied auf den Hamster hat mich jetzt sehr ins Grübeln gebracht, ob ich mir auch wieder einen holen möchte. Mein Hamster in der Kindheit war auch so ein kleines, nettes Tier bzw. Einrichtungsstück. Er ist froh, wenn man ihn in Ruhe lässt, schläft den ganzen Tag, macht nachts schöne Geräusche, die beim Einschlafen helfen. Da habe ich übrigens aber auch Partner gehabt, die neben mir eingeschlafen sind, die gar nicht eingeschlafen haben. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Ich Aber wollte das. gerade sagen, Moment mal, ein Hamster Die macht doch einen keine so, die netten anderen Geräusche zum so. Einschlafen, das nervt doch. Ja, also außer man kennt es halt nicht anders. Ach Und so. freut sich bestimmt auch, wenn er ein Stückchen Pfirsich oder Katzenfutter bekommt. Das weiß ich nicht mehr so genau. Christian89 hat sich auch zu einer Folge gemeldet und hat, ich weiß jetzt nicht mehr bei welcher, nicht zur letzten, und hat geschrieben: Ja, ich bin noch dabei. Wir hatten irgendwie gefragt, ob er noch zuhört. Er Natürlich. hört noch zu und er hat sich ja auch diese eine Folge gewünscht. Da kommen wir auch gleich zum Feedback nochmal zur letzten Folge drauf. Und RS204, was habt ihr alle für Namen, hat zur Folge, Achtung CF, Peter sucht den Stein der Weisen, ein Feedback abgegeben. Oh Das ist Gott. schon sehr lange her, dass wir die Folge besprochen Schmidtchen haben. Wir müssen. Schleicher. Genau, mit den elastischen Beinen, ganz genau, pass auf. Steine fand ich ja nie so interessant, aber diese Folge habe ich als Kind super gerne gesehen. Einfach weil ich Schmidtchens, Schleicher hat jetzt vergessen dazu zu schreiben, kleine Unglücksfälle so lustig fand und diese Folge wirklich liebevoll mit so vielen Details gemacht ist. Wollte danach auch immer Wasser oder oder durchsichtigen Nagellack auf Steine schmieren, in der Hoffnung, dass irgendetwas passiert. Und das hat ihm gut gefallen. Vor allem der vollbepackte Esel, der durch die Bärstädter Innenstadt trottet, wurde noch erwähnt. Letzte Woche haben wir Peter sucht die grünen Männchen besprochen. Folge Tut mir 134 in der. leid, tut mir leid. Warum hattest du sie nochmal genau ausgesucht? Ich wollte die Des verrückt Titels wegen. klingelndsten Folge in den Wunschliste Na, ja, das hat ja aussuchen. geklappt. Wie hat sie dir gefallen, Martin? Was würdest du sagen? So Unterhaltungswert, 0 von 10 Punkte kannst du geben. Ich bin dabei, euch gewesen. Das war eine mit der schlechtesten Folgen, denke ich. Ah ja. Ja. Puh. Tja, also unser lieber Till, unser Stammhörer und der ja auch oft schon mitgepodcastet hat, hat auch gesagt, er gehört zu denen, die die Folge Peter sucht die grünen Männchen eigentlich mag, da er die nächtlichen Szenen auf Peters Dachterrasse als sehr atmosphärisch empfindet, auch wenn handlungstechnisch tatsächlich kaum etwas passiert. Die Folge mag er, aber kann trotzdem verstehen, wenn sie uns eigentlich nicht gefällt. Und der Christian, der sich die Folge ja damals irgendwann mal gewünscht hat, hat jetzt geschrieben, ich versuche es mal so runterzubrechen: Oh nein, was habe ich euch nur angetan? Ja, also er wurde quasi rot im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Hallo ihr zwei erstmal vorweg. Als ich mir die Folge damals gewünscht hatte, hatte ich in meinem Kommentar mich bereits bei CF entschuldigt, weil er meinte, dass es absolut nicht sein Thema wäre. Aber dass es so mit vielen O's eine Qual für euch werden würde, hätte ich dann auch nicht gedacht. Eine Qual, naja. Naja, so kann man es auch nicht sagen. Null Punkte doch, in Sachen Unterhaltung bei euch. Oh je, das tut mir leid, ich schäme mich. Aber das habt ihr jetzt ja hinter euch. Ja, was hat mich geritten? Es war damals eine der ersten Löwenzahn-Folgen überhaupt, die ich als Kind gesehen hatte. Und das Thema Weltraum, Planeten und Sterne, das interessiert mich halt. Und deswegen war es auch eine meiner Lieblingsfolgen als Kind, was die Unterhaltung angeht. Tja, das waren klare 10 Punkte von mir. Ich finde die Folge von der Atmosphäre her richtig, richtig gut. Aber als ich sie das letzte Mal sah, was, ja, da kann er jetzt einigermaßen nachvollziehen, dass die Folge nicht mehr so gut rüberkommt. Aber er meint, nachts auf dem Campingplatz, da kommt die Folge nochmal doppelt so gut rüber. Zweifel nicht an dir, wenn wir die Punktegeber wären, die alle Meinung entsprechen müssten, dann würden wir wahrscheinlich selbst hier aufhören und sagen, nee Leute, das kann es nicht sein. Nein, 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 es ist super, wenn die Leute so eine Folge mögen. Und ich glaube, aus diesem Grund sind wir auch alle zusammengekommen, weil Löwenzahn nicht nur jede Thema, sondern auch jede Zielgruppe zusammengeführt hat. Also, das gehört dazu. Ja, aber wünsch dir auch mal wieder eine Folge, Christian, das ist überhaupt kein Problem. Er hat einen ganz langen, ganz netten Kommentar geschrieben und wird auch weiter bei uns dranbleiben. Dankeschön. Ja, Christian, Arabella und Co., alle auf einmal, haben sich schon wieder gemeldet. Also, ich mag die Folge sehr. Ich habe auch in den 90ern die Wissenschaftssendungen ZDF gerne geschaut. Beispiel Abenteuerforschung. Aber ich habe da vielleicht auch einen anderen Zugang dazu. Aber es gilt schon, das Weltall ist schön. Genauso wie das Mal. Das ist halt wirklich eine Folge, wenn du das Thema magst, dann ist dir der Handlungsstrang, würde ich dich vielleicht sogar stören, weil du das Thema an den Mann gebracht wissen willst, oder? Ja. Ich sag einfach ja. Ronny Krüger, der wird mit uns irgendwann in diesem Leben noch einmal die Straßenbahn-Folge. Ja, Ronny, wir machen das irgendwo in den nächsten 10 Wochen auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, wie dir die Folge gefällt. Er schreibt, eure Reaktion habe ich fast befürchtet. Vielleicht solltet ihr mal die Weltall-Folge mit Fritz Fuchs ansehen, Folge 390. Da ist handlungstechnisch nämlich mehr los. Es ist die vorletzte Folge, in der wir Paschulke mindestens hören. Der Lerneffekt wird auch deutlich besser ausgeschöpft. Also sag mal gucken, nur der Realismus ist, naja, ausbaufähig. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist die Unterhaltung. Ne? Wichtig. Passt doch gerade alles zur Peter-Folge bisher. Danke, ja. Ja. Jetzt muss ich natürlich mir was suchen für nächste Woche. Mhm. Wir haben in 2 Wochen haben wir Jubiläum wieder, ne? 130. Ach Gott, okay. Das steht ja schon einigermaßen, was wir da machen. Deswegen kann ich jetzt ja sagen, okay, wir haben jetzt so viel Peter besprochen in den letzten Wochen. Martin, wie stehst du zu Fritz Fuchs? Er macht es ganz gut. Er ist, glaube ich, hineingewachsen in seine Rolle in dieser Zeit, wo er schon macht. Ich bin aber eher Team Peter. Ja. 72er Baujahr. Julian, was hast du jetzt erwartet? Nee, genau sowas. Aber sich da hätte auch sein können, dass er sagt, ist scheiße, gucke ich gar nicht. mir fehlt ein bisschen der Herr Paschulke, obwohl David Zillmann das hervorragend macht. Ich mag ihn sehr, sehr gerne sehen, was er so macht, aber der richtige Paschulke. Aber für David Zillmann ist dann mit allem Respekt das auch nur eine von 1000 Rollen, habe ich den Eindruck. Also, das ist es leider so, ja. Ja. Moment, der hieß Daniel Zillmann, aber die Rolle ist David, oder? Ach so. Ganz gut. Ganz gut. So unglaublich glaubhaft, das ist verschmilzt einfach. Ja, es ist auch schwierig, wenn der Rollname fast. Also als er hier vor kurzem bei Volle Kanne zu sehen war, da dachte ich, die sprechen viel über Löwenzahn, aber da war das nur eine Mini-Erwähnung. Das war überhaupt kein Thema. Frech. Ich finde, man muss das leben. Frech. Ich hatte ihn auch schon mal angefragt für unseren Podcast, da kam noch nicht mal eine Antwort. Also lieber Herr Zillmann, ja, frech. Löwenzahn frech. Ist schon irgendwo auch ein Teil Ihres Lebens jetzt. Ja. Naja. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir doch mal den Zufall entscheiden. Oh je. Und zwar bitte im Rahmen von Fritz Fuchs, welche Folge wir besprechen. Wenn es jetzt tatsächlich die Folge ist, wo Fritz und Peter aufeinandertreffen, dann soll es bitte so sein. Aber wir machen das wie bei G aufs Ganze. 2 Tore machen wir auf, die es nicht sind, und beim dritten ist es da. Okay, das heißt, ich soll jetzt Tor 1, was du nicht wählst, öffnen, ja? Ja, bitte. Und das wäre Folge 355, Seife. Saubere Lösung fürs Finale. Hätte ich auch ganz gut gefunden, ehrlich gesagt. Seife. Ja. Seife wäre ganz gut gewesen. Wäre nicht schlecht gewesen. Naja, gut. Tor 2, das du nicht gewählt hast. Bitte auf. Folge 365, Papagei, der Schatz des Piraten. Oh, das bin ich ganz froh, dass das Oh ja. Gott sei Dank. Also so eine Schatzsuche-Folge da. Er macht das ja auch so klassisch. Dann macht er sich so ein Holzbein, so ein künstliches, macht so eine Augenklappe. Oh nee. Nein.
Aber kann es jetzt trotzdem nochmal Papagei werden? Ist das jetzt ja, wieder natürlich. Los? Ja, natürlich kannst du es Habe ich nichts gesagt. Vielleicht wird es ja doch ganz gut. Dann gucken wir kann mal. Auch nochmal die Seife kommen. Es kann auch sein, dass es eine Folge ist, die wir jetzt schon besprochen haben. Da müssen wir halt weitermachen. Klar, das ist klar. Julian, nächste Woche besprechen wir Bitte auf. Folge 201, verblüffende Entdeckung in Berlstedt. Ja, das haben wir schon. Das geht nicht. Ja, das ist tatsächlich Fritz Fuchs' erste Folge. Ich meine, man könnte sie nochmal besprechen. Vielleicht war sie ja nicht. Gut, dann besprechen wir halt nochmal einen 1,5-Stunden-Film. Ist ja gar kein Problem. Könnte jetzt auch das blaue Juwel kommen oder ist das nicht dabei? Doch, natürlich kann das ja, kommen. Ja, okay, so gut, das los. Entschuldigung, wir haben das falsche Tor geöffnet. Ja, es hatte noch einen Hintereingang. Bitte auf. Folge 350, Schlüssel, der geheimnisvolle Dreh. Oh, 350. Das klingt zumindest gar nicht so schlecht. Da muss ich lange scrollen, bis ich mal sehe, in welchem Jahr wir da angekommen sind. Da sind wir in der Staffel 36 im Jahr 2016. Schlüssel, der geheimnisvolle Dreh. Gut, dann soll das so sein. Klingt haben wir natürlich noch nie nicht gesehen. Uninteressant. Alle Schlüssel sind verschwunden, ausgerechnet als Fritz Fuchs die zwei Katzen seiner Cousine füttern muss, CF. Also da dann ist, wir dann jetzt, ist Charlie wieder da. Das hätte schlimmer sein können. Charlie. Schön. Genau, Charlie wollen wir auch unbedingt mal hier in den Bauwagen einladen, aber dafür brauchen wir in der Tat noch ein paar mehr Charlie-Folgen, damit wir auch mit ihr was zu reden haben. Ja, Charlie-Folgen. Ja, die ist in den neuen Folgen sehr viel vertreten. Naja, ja, das gibt es nächste Woche hier am 14. August. Dann haben wir vielleicht einen etwas besseren Sommer als bisher. Vielleicht wird es nochmal richtig Sommer dieses Jahr, man weiß es nicht genau. Martin, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns entdeckt hast, obwohl du gar keinen Bezug zu uns vorher hattest und dass du dran geblieben bist und dass du dich sogar hierher getraut hast. Ich habe zu danken. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Deine Stimme möge uns weiter erhalten bleiben. Sie ist wirklich sehr angenehm. Zur Weihnachtsfolge sollte er nochmal kommen. Oh ja. Ihr habt die Kontaktdaten, meldet euch. vielen Dank. Dafür. Julian, ich muss das ganze Zelt abbauen jetzt, weil der Film ist abgedreht, Winnetou, und Peter sagt, das muss jetzt hier alles weg, ich baue jetzt mal das Ganze ab und die Laken und die heißen Steine, der hat alles liegen lassen, bereitet sich jetzt schon auf die nächste Rolle als Autoreifen vor, deshalb, tut mir leid, das dauert eine Weile, ja. Ja, und ich fahre jetzt schnell nach Bremen, da stehen ja die Stadtmusikanten, und was muss man da noch genau machen, damit das Glück bringt? Du musst einen Vorderhuf anfassen vom Esel. Oh ja, da muss ich das fordern. Und gibt es nicht noch irgendwie so eine Stelle, wo man so Geld reinwirft? Das Bremer Loch, ja. Etwas gegenüber. Dann wie hat es? Oder es kräht? Oder es bellt der Hund? Oder es wie auch die Katze? Ich mache am besten beides, dann wird die Folge nächste Woche eine ganz besonders gute. Und bis dahin, abschalten. Servus. Abschalten haben wir lange nicht mehr gesagt hier. Ja, das war auch ein bisschen weltfremd gerade von dir. Absolut, ja. Aber es gibt was Schönes nächste Woche mit Katzen und danach ist Jubiläum, also ich würde sagen, läuft hier, oder? Ja, da haben wir ja einen der Bremer Stadtmusikanten drinne.